und herzlich willkommen zur Traumflieger DSLR Woche Ausgabe Nummer 22. Ja, heute geht es um Kamerahandbücher. Wie entstehen eigentlich die Traumflieger Kamerahandbücher in Anführungsstrichen? Das sind Data Becker Profi-Handbücher und mittlerweile heißen sie auch das große Kamerabuch. Ja, warum Kamerabuch hier als Thema für die DSLR Woche 22? Ja, wir möchten Ihnen einmal hinter die Kulissen schauen lassen von traumflieger.de und mal zeigen, ja, wie ging das Ganze los, wie entwickelt sich das, ja, und wollen auch Tipps geben, auch für Sie, den einen oder anderen Fototipp bzw. Bildnachbearbeitungstipp können Sie hier vielleicht dann auch mitnehmen. Ja, alles ging los mit dieser Kamera, das ist die EOS 300D, die kam im Herbst 2003 auf den Markt und ein Jahr später hat mich der Data Becker Verlag angesprochen und gefragt, können Sie nicht ein Kamerabuch machen? Damals war ich schon im Internet vertreten und hatte ja für die Kamera schon als einer der ersten überhaupt zahlreiche Inhalte auf der Webseite. Und ja, das passte mir ganz gut und so ging das dann los. Dann habe ich das erste Kamerabuch, dann, das kam im Oktober 2004 raus, für die EOS 300D gemacht. Ja, die 300D waren Knüller damals, die erste, sagen wir, bezahlbare DSLR unter oder um 1000 Euro. Ja, die ist eingeschlagen wie keine andere DSLR danach, muss man sagen. Ja, und dann ging es mit zahlreichen Kamerahandbüchern weiter. Im Moment arbeite ich an dem großen Kamerabuch für die EOS 6D. Ja, und da möchte ich Ihnen einmal zeigen, wie das dann hier bei traumflieger.de hinter den Kulissen aussieht, wie viel da zu tun ist, was überhaupt zu machen ist, wie gelayoutet wird, wie ich fotografiere. Ja, zahlreiche Details zur EOS 6D. Ja, und das ging dann los, der Verlag Data Becker hat mich dann angerufen im Herbst 2012 und mal nachgefragt, ob es möglich ist, dann für die EOS 6D auch ein großes Kamerabuch zu schreiben. Stefan hier. Ja, stell mal bitte durch. Danke. Ja, hallo Herr Papke. Ja, alles bestens. Ja, habe ich gehört, die neue EOS 6D soll auf der Fotokina schon vorgestellt werden. Wann sie rauskommt, ja. Ja, genau. Ende November, Anfang Dezember wäre denkbar, hat Canon ja auch gesagt. Ja, ist noch ein bisschen hin, aber ich gucke sie mir auf der Fotokina an. Ich gehe mit dem Kollegen hin, ja, und werde mal gucken, was ich so rauskriege, was sie denn so kann, was die Features sind. Und dann kann ich ihnen auch ein Inhaltsverzeichnis zukommen lassen. Ja, muss ich mal gucken, wie viele Infos ich dann auf der Fotokina sammeln kann. Da ist es manchmal ziemlich hektisch, aber ich schaue mal, was ich machen kann. Dann kommt das Inhaltsverzeichnis zum großen Kamerabuch zur 6D. Kein Problem. Ja, machen Sie es gut. Bis dann. Ciao. Ja, der Verlag will jetzt schon, obwohl das letzte Kamerabuch zur 5D Mark III noch gar nicht draußen ist, ja, schon ein Inhaltsverzeichnis zum neuen 6D Kamerahandbuch. Jetzt, ja, ist sie nur angekündigt. Sie soll dann auf der Fotokina vorgestellt werden. Und dann irgendwann, ja, Anfang Dezember 2012 rauskommen. Tja, aber der Verlag will jetzt schon Infos, will das schon vorplanen. Denn wer zuerst kommt, mal zuerst. Das Buch soll also möglichst schnell draußen sein. Ja, ab auf die Fotokina hier am Stand von Hasselblatt, aber dann natürlich auch gleich zum Canon-Stand. Und hier die EOS 6D, die erste Impression. Wir mussten uns in zweiter Reihe und dritter Reihe anstellen und haben sie dann schließlich doch zu Gesicht bekommen und konnten kurz einen kurzen Report auch machen, aber richtig viele Infos habe ich nicht bekommen. Ja, hallo Herr Papke, ja, haben wir uns angeguckt und ich muss sagen, es war so hektisch da, wir konnten da im Prinzip keine technischen Daten recherchieren, da waren wir in der dritten Reihe und mussten uns da durchfühlen, war alles sehr kurz, ja, macht einen guten Eindruck die 6D. Aber ich habe noch überhaupt keine technischen Infos. Ich habe auch schon mal quer geguckt, Canon Deutschland, gibt noch überhaupt keine Details bekannt. Ich kann also noch gar kein Inhaltsverzeichnis für Sie machen, weil ich noch gar nicht genau weiß, welche technischen Features und Ausstattungsmerkmale die 6D im Detail hat. Ich werde weiter recherchieren und werde mal gucken, ja, ob ich die 6D dann auch irgendwann mal ranbekommen kann. Machen Sie es gut. Ciao. Ja, der Verlag drängt mich und will jetzt gerne ein Inhaltsverzeichnis machen, aber ich konnte noch keine detaillierten technischen Infos finden, im ganzen Internet noch nicht, welche Detail
Ausstattungsmerkmale hat die EOS 6D eigentlich? Gibt es ja, erweiterte automatische Belichtungsreihen? Gibt es die Cases im Autofokusbereich, wie sie die 5D Mark III hat? Wie ist die Mehrfachbelichtungsfunktion ausgeführt im Detail? All das ist im Moment noch ungewiss. Der Verlag möchte aber jetzt endlich doch ein Inhaltsverzeichnis, um das ganze Projekt anzuplanen. Ich muss aber passen, weil ich stelle mich auf den Standpunkt, ist nicht. Solange ich die 6D nicht genau kenne, kann ich auch kein Inhaltsverzeichnis machen. Das soll schon gut vorgeplant sein. Ja, auf der Fotokina habe ich mir nicht nur die EOS 6D etwas genauer angucken können im Rahmen der Umstände, sondern ich habe da auch die Lumis GH3 mir näher angesehen. Die Lumis GH3 ist eine spiegellose Systemkamera, ist deutlich haptisch professioneller ausgestattet als der Vorgänger, die GH2. Was mich besonders an der GH3 interessierte und interessiert, ist die kamerainterne Wi-Fi-Funktion. Damit kann ich ein Handy oder ein Tablet drahtlos ansteuern. Ja, und weil ich wusste, ich werde das Kamerabuch für die 6D schreiben und werde dann für die 6D auch ganz viele Bilder von der Kamera selbst machen, von den Bedienelementen. Und da ist es sehr hilfreich, ein Tablet oder ein Handy direkt im Studio dann neben der Kamera zu platzieren. Und das kann ich hier mit der Lumis GH3 völlig drahtlos. Das fand ich faszinierend und spannend, dass es dann letzten Endes doch anders gekommen ist, dass ich dann doch anderes Equipment eingesetzt habe, nämlich meine 5D Mark III mit dem Camranger. Das ist ja so eine Wi-Fi-Box, weil die App von Camranger noch besser ist. Wir haben Camranger ja schon vorgestellt. Ja, das führte dazu, dass ich dann letzten Endes doch nicht die GH3 eingesetzt habe oder einsetze, sondern doch die 5D Mark III mit der Wi-Fi-Box. Ja, das zeige ich Ihnen auch gleich, aber zuvor habe ich natürlich die 6D aufwendig und wochenlang durchrecherchiert, bevor ich überhaupt anfangen wollte, das Buch weiter durchzuplanen und das Inhaltsverzeichnis dann fertigzustellen. Da wollte ich doch erstmal wissen, welche Funktionen hat die 6D, wie gut ist sie im Autofokus, wie gut ist sie in den Lowlight-Fähigkeiten, wie gut ist das Auflösungsvermögen. Also erstmal eine aufwendige Detailrecherche, bevor ich mit dem Buch anfangen kann. Wir zeigen trotzdem nochmal, wie das Ganze dann aussieht und ankommt. Ja, wir sind einer der Ersten, die überhaupt die EOS 6D kaufen konnten, Anfang Dezember 2012 mittlerweile. Ja, jetzt ist sie eingetroffen aus England, von einem großen englischen Versender. Leider mit englischer Software. Fürs große Kamerabuch muss ich aber eine deutsche Software präsentieren, deutsche Screenshots zeigen. Der Versender hat das zum Glück nachgereicht. Ja, dann folgt eine aufwendige Recherche des Auflösungsvermögens. Natürlich auch im Vergleich zu anderen DSLR. Hier nutze ich eine Profi-Tester-Software, um die Linienauflösung auszumessen. Ja, natürlich folgen Vergleiche, zum Beispiel auch zur 5D Mark II, aber auch zu APS-C-Modellen, um dann festzustellen, wie gut ist denn die 6D im Vergleich zu APS-C-Modellen, denn da sind auch viele Upgrader zu erwarten. Dann kam das neue KIT-Objektiv 2470 4,0. Ja, wie gut ist das? Lohnt es sich? Ist es empfehlenswert? All das soll natürlich auch ins große Kamerabuch rein. Und ja, Lowlight-Fähigkeiten des Videomodus und des Autofokus, das haben wir dann auch nachts untersucht. Und hier ja, an der Hamburger Leitzhalle, an der alten Musikhalle, auch mal geguckt, springt denn der Autofokus der 6D auch wirklich so an, wie der Hersteller das verspricht? Und wie reagiert er bei Actionmotiven? All das wurde aufwendig statistisch untersucht und zu anderen DSLR verglichen. Das ist Basismaterial für das Kamerabuch. Ja, mittlerweile habe ich dem Verlag das Inhaltsverzeichnis natürlich zugesendet. Der Vertrag ist da und ich kann konkret mit dem 6D-Buch loslegen. Ja, und hier nutze ich die 5D Mark II mit dem Camranger, wie erwähnt, und kann jetzt direkt an der Kamera drahtlos mit dem Tablet hantieren und die Bilddaten wandern gleich ins Local Area Network über diese Wi-Fi-Karte. Also diese IFI-Karte sendet also ins WLAN und ich kann trotzdem am Tablet hier über diesen Camranger sehr komfortabel meine Kameraaufnahmen von der 6D mit den Bedienelementen und Detaileinstellungen sehr komfortabel kontrollieren und auslösen. Ja, und hier muss ich auch mal das Display abwischen, weil das wird
doch sonst sehr staubig und man sieht jedes feinste Staubkorn. Und hier wähle ich mal so eine leichte Unterperspektive, damit die Kamerabilder dann im Buch nicht so langweilig aussehen, sondern auch mal ein bisschen angeschrägt und ein bisschen dynamischer wirken. Ja, und vor der Kamera muss ich dann auch mal zeigen, wo ist zum Beispiel die Abblendtaste. Und da erleichtert mir dieses Tablet das Bildcontrolling wirklich enorm und macht auch richtig viel Spaß. Also hier am Tablet mit dem Camranger und einem iPad Mini. Ja, dank iFi-Karte habe ich sie gleich am Arbeitsplatzrechner, die Bilder. Und hier ein Tipp für Photoshop-Anwender. Hier sind doch einige Staubflecken drauf. Wenn ich die mit dem Zauberstab wegmachen wollte, das wäre aufwendig. Aber ich wende hier den Filter Staub und Kratzer gleich an und habe die Ebene dupliziert auf die untere Ebene. Also hier Staub und Kratzer. Jetzt blende ich die intakte Ebene oben wieder ein, das Duplikat. Und füge jetzt eine Maske hinzu und in die Maske male ich rein, sodass die untere Ebene zum Vorschein kommt, da wo der Staub- und Kratzerfilter angewendet ist. Aber ich versuche natürlich hier die ledierten Bereiche nicht zu tangieren. Also ich male jetzt hier nur die Staubkörner über und die werden dann von der unteren Ebene dann eingeblendet über diese Maskierung, die ich mit einem schwarzen Pinsel in die Maske reinmale. Ja, so ein Bild fügt sich ins Buch mit weißem Papier besser ein, wenn das Umfeld hier auch weiß ist. Ich erhöhe jetzt einfach die Bildhelligkeit insgesamt, aber der Finger brennt mir hier aus, das möchte ich nicht. Deswegen noch eine Maske dazu und das gleiche Prozedere, nur dass ich jetzt die untere Ebene beim Daumen wieder einblende. Ja, ich brauche natürlich weiteres Bildmaterial. Ich habe hier mittlerweile über 100.000 Bilder auf meiner Festplatte und meine externe Sicherungsplatte ist voll. Die hat nur 4 Terabyte. Jetzt kommt eine 12 Terabyte Platte dazu. Also sowas muss zwischendurch auch sein. Ja, und Bildmaterial zum Beispiel für Langzeitbelichtung bei Tage. Da suche ich mir hier ein Beispiel in Lightroom raus. Das habe ich alles verschlagwortet und kann jetzt direkt in die Bilder reinspringen, die eine Langzeitbelichtung bei Tage beinhalten. Und hier mal eine Landschaft aus Venezuela, wo ich mal gezeigt habe, wie man mit langer Belichtungszeit einen Wasserfall verschleiern kann. Ja, die kann ich in Lightroom über rechte Maustaste dann auch direkt in Photoshop als Ebene direkt überlagern und öffnen. Ja, und hier zeige ich mal, wie ich das dann nachbearbeite. Hier habe ich also ein Vorher-Nachher-Beispiel. Oben mit kurzer Belichtungszeit, unten mit längerer Belichtungszeit. Das wird ein Beispiel im 6D. Kamerabuch, ja, und hier füge ich dann auch eine Schattierung rein und hier sehen Sie, wie das im Buch dann aussieht, also hier das Vorher-Nachher-Beispiel, was ich gerade layoutet habe in Photoshop, ja, und hier kommen dann auch Kommentierungen an die Layouter, das wird dann in InDesign noch gelayoutet, da gibt es dann eine Mitteilung, dass man im Verlag das Bild dann etwas größer layouten möchte. Ja, wie funktioniert Farbmanagement, damit der Druck so aussieht wie auf dem Monitor? Das ist nicht ganz ohne, das nennt sich Farbmanagement. Und dafür brauche ich Making-of-Bilder mit dem Rücken zur Kamera. Und da setze ich dann gleich die 6D selbst ein, um mich selber zu fotografieren und Monitorbilder von einer Kalibrierungssoftware ja, zu zeigen. Und da nutze ich den Spider von Datacolor und hier auch die Software EOS Utility. Links sehen Sie, dieses Foto will ich gleich machen, wie ich den Spider am Monitor ansetze. Und rechts habe ich einen zweiten Monitor, wo ich das Live-Bild von der 6D, das Foto-Live-Bild sehe und kann die Bilder also so direkt aufnehmen. So ähnlich wie im Studio vorhin mit dem Camranger, nur dass es hier die EOS 6D mit der Wi-Fi-Funktion ist. Da hätte ich auch ein Tablet einsetzen können. Die 6D kann allerdings kein Video unterstützen, hat also kein Video-Live-Bild, aber hier für Fotos kann ich dann auch ein Tablet oder ein Handy oder auch EOS Utility hier am PC nutzen und diese Making-of-Bilder machen. Ja, und das ist Farbmanagement und das zeige ich dann auch im großen Kamerabuch zur 6D hier, um ja, den Anwendern und Lesern da eine Hilfe zu bieten. Ja, hinter so einem Kamerabuch steckt eine Wochen- und Monatelange Recherche. Zumindest habe ich den Anspruch und mache das auch entsprechend intensiv, damit auch werthaltige Informationen in diesen Kamerabüchern, im großen Kamerabuch, ja nicht nur zur 6D, sondern zu vielen anderen Kameras habe ich es ja auch schon gemacht. Es ist jetzt mein 17. Buchtitel. Es gibt den natürlich auch für die 5D Mark III, 5D Mark II, ja,
40D, 7D, eigentlich für alle aktuellen Canon DSLR, aber ich will jetzt keine Eigenwerbung machen. Ich wollte eigentlich nur mal zeigen, welcher Aufwand und welche Arbeitsschritte notwendig sind, um so ein Kamerabuch überhaupt zu erstellen. Denn wenn Sie so ein Buch in der Hand halten, ja, dann weiß der Leser oft gar nicht, welcher Aufwand und ja, welche intensiven Recherchen hinter manchen Bildern, hinter manchen einzelnen Aussagen stecken dann schon wochenlange Recherchen dahinter. Das ist vielleicht ganz interessant für Sie. Vielleicht haben Sie auch den einen oder anderen Tipp mitnehmen können. Ich finde diese Drahtlossteuerung von einem Handy oder Tablet fantastisch. Macht mir einen Riesenspaß. Nicht nur hier im Studio, das nutze ich auch sehr gerne draußen. Wir haben da ja auch schon einige Reports auf Traumflieger gezeigt. Ja, wir haben auch einige Videoreports schon zur EOS 6D gemacht. Unboxing, Bildqualität, Autofokusqualität etc. auch im Vergleich zu anderen DSLR. Aber es wird noch ein Report folgen, wie versprochen. Aber ich muss das Profibuch, das große Kamerabuch jetzt erstmal zur 6D fertigstellen. Dann folgt ja so etwa Mitte März der Report zur EOS 6D und auch, wie versprochen, zur Lumix GH3. Ist auch eine tolle Kamera. Ich mag sie wirklich sehr. Ich finde auch die App-Steuerung toll, aber sie kommt nicht so ganz an diesen Camranger ran. Macht nichts, ist super. Also da kommt auch noch ein Report zur Lumix GH3 auf traumflieger.de. Ja, so viel zur DSLR-Woche 22. Wir sehen uns in der nächsten DSLR-Woche oder auch live vor Ort. Machen Sie es gut und bis dann. We'll be right back.